Haben wir schon was gefunden? Besser aufgetischt mit à la carte Coach Tatjana Tafel-Silber. So, haben wir schon was gefunden? Ja, also das da klingt interessant. Die Speisekarte ist die Visitenkarte eines Gastbetriebes. Ich probiere mal die Federn von Wütend. Tja, Penne la Rabiata wär's gewesen. Ein Gericht auf der Speisekarte sollte nicht nur richtig neugierig machen, sondern im besten Fall auch richtig geschrieben sein. Mit einem kleinen bisschen Aufmerksamkeit ist das auch keine Hexerei. Auch nicht in einem Land wie Südtirol, mit seinen vielen Sprachen und Dialekten. Ja, weißt du, bei meinem Online-Übersetzungsprogramm ist das so rausgekommen. Ach, ich weiß, Willi, ich weiß. Lass mich raten, römische Mundhüpfer? Seit dem Bocca alla Romana. Gemischt gebraten? Fritto misto. Eisernes Schnitzel? Bistecca al ferri. Englische Suppe? Suppe inglese. Alles klar. Sollen wir uns die ersten Teller ran anschauen? Hm? Die primi piatti. Du meinst die Vorspeisen? Nein, danke. Ja, weil die sind alle prima panna, gell? Hm? Erste Sahne. Aha. Weißt du, mein Koch schreibt das alles auf Italienisch und du übersetzt es noch gleich pronti elefanti. Filetto di manzo, Filet vom Rind. Oh, 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 Rindsfilet. In der deutschen Sprache bilden wir keine Wortgruppen wie im Italienischen, sondern einfach zusammengesetzte Wörter. Ah ja, so stimmt. Die Italiener kommen alle in Gruppen, aber die Deutschen hocken alle zu zweit zusammen. Aha. Apropos Deutsche. Weißt du, wenn ich alles mit dem Übersetzungsprogramm gleich übersetze, dann muss ich danach die deutschen Gäste nicht mehr 10-mal erklären. Die fragen mich so staunend, weißt du? Junger Mann? Hä? Sagen Sie mal, was sind denn diese Schlutzkrapfen hier? Ich noch nie von gehört. Ha, Schlutzer? Das sind da so schlutzige, schlüpfrige Spinatteigtaschen. Ja, das nehme ich. Ja, nein, dann ist das so gleich hingeschrieben, weißt du? Aha. Und Milchmus? Milchmus. Und Reibereien vom dunklen Maisgris? Schwarzblendende Riebler. Aber Willi, Speisen, die typisch für ein Land sind, übersetzt man am besten gar nicht. In Spanien will ich doch auch keine Reispfanne, sondern eine Paella. Was ist mit toniertem Kalbfleisch? Bleibt Vitello Tonnato. Aprikosenklöße? Gib bitte, Willi, das sind doch Marillenknödel. Österreichisches Standarddeutsch ist absolut korrekt. Topfen, Krähen, Faschiertes, Marmelade, Semmel, Germ. Ja, und natürlich auch Melanzane. Boah, jetzt habe ich einen Durst gekriegt. Ich brauche eine Apfelschorle, du auch? Du meinst einen gespritzten Apfelsaft. Oh, soll man es ja schon sagen? Was? Ja, dass die Äpfel gespritzt sein. Was? Ihre Äpfel sind gespritzt? Ja, womit denn? Der Saft, Willi, der Saft ist aufgespritzt. Ah ja, mit Strudel. Sprudel. Mineralwasser. Ja, oder wollen Sie ihn lieber mit Pippenwasser? Das wäre Leitungswasser. Alles klar? Logisch, ich habe ja keine lange Leitung. Und sonst schlag einfach nach. Im Duden, im Variantenwörterbuch der deutschen Sprache, wo du auch österreichische oder schweizerische Ausdrücke findest, in einem gastronomischen Wörterbuch oder in Besser aufgetischt. Und dein Menü macht eine Topfigur. Ja, weil wenn man Leitungswasser trinkt, dann kriegt man ja keinen Bierbauch, gell?